Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Kapitalmarkt-Update der Hypos Finanzplanung begrüßen. Zum allgemeinen Verständnis gehen wir kurz auf den Zins ein. Der Zins ist der Preis des Geldes, er erfüllt eine wichtige Steuerungsfunktion innerhalb der Volkswirtschaft und wenn der Zins zu niedrig ist, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Wir haben das schon in verschiedenen Bereichen des Kapitalmarktes gesehen. Wir haben das über Jahrhunderte von Menschheitsgeschichte gesehen. Letztendlich, wenn der Zins diese Steuerungsfunktion nicht mehr erfüllen kann, dann fehlt einfach der finanzielle Kompass und in der Folge werden finanzielle Fehlentscheidungen getroffen. Wir fragen uns nun, wo steht der Zins heute? Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot von der Webseite der Finanzagentur des Bundes, also der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Unternehmen ist damit betraut, die Anleiheemissionen der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen. Wir haben jüngst die Emission, also die Ausgabe von Schuldtiteln, das sind Anleihen, gesehen. Hier die Restlaufzeit der genannten Papiere 10 Jahre, also das Papier wurde jetzt ausgegeben, die Rückzahlung erfolgt, dann eben in 10 Jahren, im Jahr 2026. Wir sehen, dass der Zinscoupon, der typischerweise ja positiv sein sollte, weil man verleiht ja Geld, um dementsprechend einen gewissen Ertrag zu erzielen, der liegt bei 0,00%. Und dazu kommt noch, dass Sie dieses Papier nicht zu 100% erwerben, sondern zu einem Preis von 100,46. Das heißt, Sie bezahlen heute mehr, als Sie in 10 Jahren zurückbekommen. Da Sie während der Laufzeit keinen Zins erhalten, ist die Laufzeit über die gesamte Betrachtungsperiode negativ, konkret diese minus 0,05% pro Jahr. Das ist natürlich ein ganz erhebliches Thema, vor allem wenn wir uns klar machen, dass wir es gewohnt sind, sehr positive Zinsen zu haben. Hier nochmal der Vergleich der letzten Jahre. Ich will gar nicht in die 80er und 90er zurückgehen. Was Sie hier sehen, wir waren ein relativ ordentliches Zinsniveau gewohnt und mittlerweile ist der Zins letztendlich implodiert. Und das führt natürlich dazu, dass all diejenigen, die auf Zinserträge angewiesen sind, wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, die haben natürlich Probleme, ihre Garantieverpflichtungen zu erfüllen. Wir sehen, dass Anleger, seien es private oder institutionelle, immer mehr gezwungen werden, die Rendite- und Risikoleiter nach oben zu klettern. Das heißt, man akzeptiert längere Laufzeiten, man ist bereit, schwächere Bonitäten für die Vergabe von Krediten zu akzeptieren. Man ist vielleicht auch bereit, sein Geld länger in illiquiden Vermögenswerten zu binden, seien es Immobilien bei den privaten Anlegern, seien es beispielsweise Infrastruktur bei institutionellen Großinvestoren. Und ja, man muss ganz klar sagen, das hat massive Folgen und im Vergleich zu einem Crash am Aktienmarkt, der die Aktionäre trifft, ist das Thema Zinsen wirklich ein Bereich, der sämtliche Sektoren des finanziellen Lebens betrifft. Dementsprechend sollte man sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Das war's schon von dieser Seite. Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.